Wir hatten jetzt in letzter Zeit ein paar Anfragen zu unserer Pflichtausrüstung, wie eng wir das sehen. Also wir sehen es, ja, wir sehen es eng unter mit folgenden Varianten. Also was ihr immer dabei habt, ist euer Handy aufgeladen und die installierte Race Map App auch aktiviert, sodass wir euch finden können. Rettungsdecke, kleines Erste-Hilfe-Set. Notriegel und ein kleines Getränk. Die Stirnlampe, falls es abends doch ein bisschen später wird, im Wald wird schnell dunkel. Das sind jetzt alles mal, denke ich, Ausrüstungsgegenstände, die in jedem Traillauf dabei sind. Das Ganze wird noch ergänzt durch eine langärmelige Wärmeschicht. Das kann jetzt eine Windjacke sein, das kann jetzt auch hier einfach so eine dünne Softshell sein. Einziger Punkt ist, die habt ihr nicht schon am Start an, sondern es ist eine zusätzliche Wärmeschicht, die ihr mittragt für ihr wartet auf uns, weil ihr abgeholt werden wollt oder sonst irgendwas ist und ihr müsst einfach mal eine Stunde oder anderthalb im Wald rumstehen. Zusätzliche Wärmeschicht. Das ist so für jeden Tag. Darüber hinaus hätten wir gerne je nach Wetterlage und Temperaturerwartungen Mütze und Handschuhe. Und das nächste Set Regenhose, Regenjacke. Da können wir uns in der Früh dann immer mal kurz drüber unterhalten, wie der Wetterbericht ausschaut und ob das wirklich nötig ist. Aber das wäre dann so eine Komplettausrüstung für einen nassen, kalten Tag. Und das Ganze geht immer noch locker in so eine 5 Liter Laufweste rein. Sollte also kein Problem sein für euch, das mitzunehmen.